Willkommen hier zurück bei na, genau, Ni no Kuni, ich glaube, ich weiß, wo das Tagebuch ist. Hier oben, hier links, wenn man hier ein bisschen im Wald rumläuft, na, dann kommt man nämlich an einen Ort, das ist natürlich super kompliziert, und zwar hierhin. Da stehen zwei Leute und da stehen auch Schatztruhen und wir wollen mal gucken, ob die etwas wissen. Wieder Besucher, willkommen, willkommen. Habt ihr nicht ein bisschen kalt? Wieder? Du meinst, du hattest noch andere Besucher aus uns? Mann, gekommen! Schwarze Kleidung! Hingefallen in Nähe! Ich helfen! Schwarze Kleidung? Der alte Kerl hat aber nicht zufällig was fallen lassen oder so. Fallen? Das hier fallen lassen? Aha. Oh, das ist das Reisetagebuch dieses vornehmen alten Herrn. Du nehm, ihm bitte geben. Natürlich, das wären wir. Dankeschön. Vielen Dank. Das war echt ein Glück, dass sie das Ding aufgesammelt hat. Wir hätten das Ding in all dem Schnee echt nie gefunden. Zeit zurückzugehen, oder? Aber sowas von. Wald, nicht kalt. Bäume seien wie Fell, halten Kälte ab. Da bin ich irgendwie nicht deiner Meinung. Herr Osten liegt Tomtedorf. Tomte sehr, sehr lieb. Herz sehr, sehr warm. Auch sehr, sehr, sehr haarig. So haarig wie du im Gesicht. So, dann wollen wir mal die Kisten öffnen. Ein Lebertran-Eisbecher. Ich will keinen Lebertran. Speckt nicht. Schloss öffnen. Bam! Und hier haben wir noch einen riesen Sonnentropfen. Ach, guck mal, da können wir vielleicht sogar... Kommen wir denn da hoch? Können wir nicht hier mit Sven irgendwie? Oder kommen wir hier? Nein, hier sind wir... Nein, hier sind wir nicht hergekommen. Nö, da kommen wir doch nicht hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh, hilf mir! Wieso kann ich da nicht mit Sven drauf schießen? Ah, der verschneite Schneewald! Erinnert mich dran, wie ich diese üble Naturkatastrophe damals überlebt habe. War verdammt knapp, ehrlich! Jojo, natürlich. Oder muss ich von hier hin? Nee. Ah doch, oder? Doch, von hier hinten geht's. Dann wollen wir mal. Bam! Zack, und eine tolle Rolle, Stein, cool. Dann wollen wir hier mal verschwinden, würde ich sagen. Also ein bisschen im Wald rumlaufen und da findet ihr das Tagebuch schon. Das ist natürlich doof, weil man auf der Weltkarte nach einer glitzernden Wiese schaut. Man kann ja nicht ahnen, dass die glitzernde Wiese im Wald ist. Das ist natürlich doof irgendwie. So, in der Zwischenzeit haben wir auch viel gekämpft. Ah ja, und Sperber kann sich dann, der kommt noch in die Evolutionsphase. Das machen wir gleich auch noch. Wir geben das Tagebuch ab. Dann kümmern wir uns wieder um die Hauptquest. Ich denke, das ist auch so in eurem Sinne. Wir haben jetzt viele Nebenquests gemacht, dann wird es langsam wieder Zeit, fortzufahren. So, wir machen noch schnell die Evolution, würde ich sagen. Das ist falsch, hier müssen wir hin. Hier, unser guter Sperber ist bereit zur Evolution. Und zwar hat der den hier. Sterntropfen, na dann. Mal sehen. Heißsporn oder Brutzelpurzel. Der da sieht irgendwie geil aus mit der Maske. Wir nehmen den. Guten Appetit! Verwandel dich, Sperber! Und werde mächtiger als jemals zuvor! Oh yeah! Der sieht sehr cool aus, finde ich. Finde ich gut. Also. Ja, die Umschläge sollten. Ja, komm, das können wir alles mal später machen mit den Umschlägen und so. Das ist kein Problem. Werden wir sicher auch noch irgendwann machen. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie warten mussten. Wir haben die Tagebuch wiedergefunden. Ha, mein lieber Junge, du bist wirklich und wahrhaftig der prächtigste Kerl diesseits von Prachtstadt. Sie sollten besser auf Ihr Tagebuch Acht geben. Es enthält alle Erinnerungen an Ihre Reisen. Und wir wollen nicht vergessen, dass es sich um mein Magnum Opus handelt. Ich sollte besser darauf achten. Oh, verzeiht meine Manieren. Für dich, alter Freund. Ah, eine Prunkrüstung. Oh, das klingt gut. Und 5 Stempel. Und das heißt... Zack, wir haben wieder eine Karte gefüllt. Dann können wir uns vielleicht gleich noch was abholen. Ich will mich jetzt aber hier umgucken. Können wir diese Prunkrüstung irgendjemand geben? Vielleicht dir? Nee. Wer kann hier Rüstungen tragen? Kannst du Rüstungen tragen? Nee, du kannst gar keine Rüstung tragen. Du auch nicht. Du... auch nicht.
Du auch nicht, du trägst Helme. Hier, Oroku, willst du vielleicht deine Prunkrüstung? Wie viel haben wir denn da? 176. Genauigkeit fällt aber stark zurück. Nee. Oroku ist sonst schon nicht so der genaueste Typ. Sonst kann hier, glaube ich... Oder kannst du vielleicht... Nee, du kannst nicht. Batman? Nee, Curtis bist du. Okay, du auch nicht. Ja, dann lassen wir das so. Ja. Dann wollen wir mal zurückkehren. Wo haben wir hier noch die Läden? Da vorne ist der Dings. Da will ich eigentlich hin. Hey Kumpel. Du hast nicht zufällig... Ah nee, bei dem haben wir ja schon geguckt, oder? Der hatte das ja nicht dabei. Dieses... Dingens. Oder? Doch, wir haben... Ah ja, wir haben Schneerettich gekauft. Genau, das müssen wir noch schnell dem Lama bringen. Das machen wir auch noch schnell. Ansonsten... Ah, gibt's hier gar nicht. Ah, da müssen wir sowieso noch irgendwo hin wie Perdida oder so. Ja. Gehen wir schnell noch nach Perdida. Das Lama hat schließlich Hunger. Das ist ja kein Lama, es ist ein... was war's nochmal? Es ist ja auch kein Alpaka, oder? Es war ein... Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe immer Alpaka gesagt. Aber es ist ja kein Alpaka, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, wir werden es sehen. Also ganz, ganz schnell nach Perdida zurück. Dann machen wir halt heute auch noch ein bisschen Überlänge, weil das hier wieder ein bisschen dauert. Jetzt dachte ich gerade, die Insel bewegt sich. Wir sind ein bisschen falsch. Tengri hat seinen Orientierungssinn verloren. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Auf dem offenen Meer. Nö, hier ist Land. Wir werden alle sterben, weil wir abstürzen auf dem offenen Land. Ach was, Tengri stürzt doch nicht ab. Vögel, hallo Vögel. Tschüss Vögel. Guck mal, Katzbuckel. Oh, das schöne Katzbuckel. Wo müssen wir nachher eigentlich hin? Ah ja, genau. Stimmt. Wir müssen ja mit, wie hieß er nochmal? Ach, mit Esthers Vater. Ich hab gerade vergessen, wie er heißt. Jedenfalls müssen wir mit dem quatschen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wo war nochmal Perdida? Da war der Weg. Und da oben ist Perdida. Sehr schön. Wir kommen, hungriges Dingens. Was du auch immer warst. Am Ende warst du doch ein Alpaka. Wir sind wieder da. Wir haben dir den Schneerettich mitgebracht. Ach so, ja genau. Falsch. Hier. Naturnähe, wo bist du? Hier. Und ein bisschen zaubern. Und zack. Oh, du hast mir einen Schneerettich gebracht. Dann bin ich mal so frei und mache mich darüber her. Oh, diese knackige Konsistenz. Man hat einfach Lust auf mehr. Und Schneerettiche sind auch noch so gesund. Oh, seine herrliche Frische jagt ein wohliges Schauer den Rücken hinunter. Ich bin froh, dass es dir geschmeckt hat. Ha, ich muss sagen, dass ich genug gegessen habe. Mein Bauch platscht schon fast. Danke, dass du meinen Launen nachgegeben hast und dieses bescheidene Lapaka, genau, Lapaka, auf eine atemberaubende kulinarische Weltreise mitgenommen hast. Ehe du mir diese Delikatessen gebracht hast, hatte ich nur Heu gekostet und einen Schuh aus Neugier. Den Geschmack werde ich nicht so schnell vergessen. Also, ich hatte ja versprochen, dass ich dich belohnen werde und das werde ich auch. Hier bitte. Oh, woher hat ein Lapaka, woher hat ein Lapaka 2500 Gulden? Naja, ist ja auch egal. 6 Stempel, ja, das hat sich doch mal gelohnt. Bams! Und, das ist noch nicht alles. Ich habe eine ausgezeichnete Formel, die du in deinem alchemistischen Experimenten verwenden kannst. Oh, cool. Verwende sie, um etwas Wohlschmeckenderes herzustellen. Und natürlich kannst du jederzeit vorbeischauen, um es mit mir zu teilen. Ah, der hat vielleicht Nerven. Denkt er denn an nichts anderes als an seinen Magen? Nö, anscheinend nicht. Ein paar neue Formeln. Na, das klingt doch gut. Dann schauen wir gleich mal. Was haben wir denn so? Ein Prinzessinnenpraline. Schön.
Ein Glückspudding, aber die sind verdammt gut. Drachenkuchen. Ah, Kaiserbecher, Goldpastete. Wow, Tutti Frutti Eis, cool. Dankeschön. So, und dann, nein, hier will ich nicht hin. Gibt's hier das überhaupt? Das ist das hier, oder? Ja. Da wollen wir auch noch schnell hin. Haben wir schon wieder drei Karten? Ich bin mir nicht mal sicher, wie viele Karten haben wir jetzt? Zwei oder drei? Bei Monsterjagden haben wir nichts, oder? Nein. Belohnung abholen. Wir haben drei Karten. Guck mal an. Was wollen wir denn? Erhöht die Menge an Erfahrung, die man im Kampf gewinnt? Ich weiß nicht. Gegen den Angst versetzen, sammelt sämtliche Essenzen ein. Ja, ich weiß nicht, verringert die Kosten dafür, das Spiel fortzusetzen. Jo, die sind teilweise schon recht hoch. Aber wir nehmen die Erfahrung. Das ist nicht schlecht, glaube ich. So, sehr schön. Und Geld haben wir auch. Das heißt, wir müssen noch kurz übernachten. Scheiße, jetzt sind dann trotzdem wieder 15 Minuten draufgegangen. Machen wir heute eine 20-Minuten-Folge. Oder so. Vielleicht wird sie auch noch ein bisschen länger. Es kann sein. Es ist halt schwer in diesen Spielen. Will man ja möglichst viel zeigen. Möglichst alles zeigen. Und dann dauert es halt auch einfach. Und jetzt müssen wir noch schnell übernachten, damit wir alles auffüllen können. Ja, es freut dich sehr. Und bla 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 bla. Und jetzt gehen wir schlafen. Jetzt konnte ich gerade nicht pfeifen. Das war ein Fail. Na, ist ja auch egal. Zu trockene Lippen. Da schwebt mir eine Fliege um den Kopf. Hau ab, Fliege. So, dann wollen wir uns mal aufbegeben. Nach Al-Kuwait. Dahin führt uns jetzt die Reise der Hauptquest. Und da geht's jetzt endlich weiter. Wie versprochen. Tengri, bist du bereit auf einen etwas längeren Flug? So lange wird er auch nicht, aber naja, immerhin. Und da ist er schon, unser getreuer Tengri! Woo! Tengri ist einfach super. Ohne Tengri wären wir echt aufgeschmissen. Und es würde nicht so viel Spaß machen. Wenn wir ständig herumlaufen müssen und das Schiff nehmen, das wäre schon nicht so cool. Also danke, Tengri. Und da vorne sind wir auch schon in, Al-Kuwait. Zu ihrer Rechten sehen sie das wunderschöne und prächtige Al-Kuwait, eine Oase mitten in der Wüste. Bitte schnallen sie sich an, wir setzen zur Landung an. Na dann wollen wir mal. Hui! Sehr schön. Danke, Tengri. Wie immer, sehr nett von dir. Oh, was hast du denn für uns? Ah, es ist so heiß. So glühend heiß. Herrje, sie schwitzen aber ganz schön. In der Tat, egal wie lange ich leben werde, ich werde mich nie an diese höllische Hitze gewöhnen. Es muss wirklich hart sein, jeden Tag Wache zu stehen, so wie sie. Natürlich ist es das. Es gibt viele, die die schwierigen Arbeitsbedingungen nicht ertragen können. Haben sie nie daran gedacht, zu kündigen? Haha, niemals. Ich bin stolz darauf, meinem Land zu dienen und den Frieden unseres großartigen Reiches zu schützen. Olli, kein normaler Mensch könnte so in der Sonne schmoren und nicht total durchschnappen. Du hast recht, es muss eine ganze Menge Zurückhaltung haben, wie? Ich störe sie nur ungern, aber ich wollte sie etwas fragen. Natürlich, stimmt etwas nicht. Nun, es gibt Leute, die ihre Zurückhaltung verloren haben und ich hatte gehofft, wir könnten etwas von ihr borgen, um ihnen zu helfen. Deine Worte verwirren mich, aber wenn ich denen helfen kann, die in Not sind, bin ich gerne dazu bereit. Vielen herzlichen Dank. Ja, wissen wir doch. Trotzdem wollte ich mit dem Typen quatschen. Hier gibt's wieder neue Quests. Na, guckt euch mal das an. Was gibt's denn, alter Mann? Ach, was habe ich nur aus meinem Leben gemacht? Vielleicht sind meine Tage als Bauer gezählt. Aber was ist nur aus dir geworden? Ach so, das sagt sie. Aber was ist nur aus dir geworden, mein Ehemann? Du hast deine Barbaren so sehr geliebt. Entschuldigen Sie, dürfte ich fragen, wo das Problem liegt? Es ist mein Mann. Plötzlich faselt er davon, dass er die Barbarenzucht aufgeben und in Rente gehen will. Das tut er? Aber warum? Er sagt, dass die Frucht, die so lange sein Lebensinhalt war, ihn nicht mehr interessiert.
Ich habe mein Leben der Barbane gewidmet. Aber damit ist die Schluss. Diese vermaledeiten Früchte werden mir nicht mehr vorschreiben, wie ich meine Tage verbringe. Aber Barbarenzucht ist alles, was du gelernt hast, oder? Und was machen die Leute, wenn du sie nicht mehr mit tollem, leckerem, frischen Obst versorgst, hä? Kein Problem. Ich werde meine Plantage einfach einem anderen überlassen. Jemand Jüngerem, der noch die Hingabe spürt, die ich verloren habe. Es ist doch irgendwie seltsam, dass er einfach aufhört, Barbaren zu lieben. Oder, Tröpfchen? Meinst du, er ist vielleicht... Ja, ich denke mal, das ist er, Olli. Wenn du mich fragst, braucht unser Kollege hier ein bisschen gute alte Liebe. Wir sollten ihm helfen, oder? Aber natürlich. Ich glaube, Liebe haben wir aber nicht mehr, oder? Schick, wo ist die Liebe? Das findest du besser schnell raus. Ja, Liebe haben wir leider nicht... Ah doch, haben wir. Haben wir also doch Liebe dabei? Da habe ich mich getäuscht. Stimmt, wir haben alles. Na dann, dürfen sie natürlich unsere Liebe empfangen. Das klingt irgendwie falsch, oder? Was ist das für ein Gefühl? Ich fühle mich besser. Bei den Vorvätern. Ich muss sofort zu meiner Plantage zurückkehren. Meine geliebten Barbaren werden vertrocknen, wenn ich mich nicht um sie kümmere. Super. Oliver, was sag ich denn da? Super, wir haben ihn geheilt. Jetzt liebt der Barbar noch mehr als je zuvor. Es scheint so, ja. Hast du das vollbracht, Junge? Dann gebührt dir mein Dank. Hier, vergib mir, dass es nur eine Kleinigkeit ist. Jo, 1500 Gulden, immerhin, und 5 Stempel. Alter, damit haben wir schon wieder eine Stempelkarte gefüllt. Also es lohnt sich eigentlich schon, das zu machen. So Nebenquests. Dem hier haben wir seine Zutaten eh noch nicht. Da gibt's schon wieder jemanden. Ah, ich kann einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Habe ich sie auf ewig verloren? Was ist los? Sie scheinen Kummer zu haben. Der andere rennt immer noch. Ah, es ist meine Geliebte. Ich werde das quälende Gefühl nicht los, dass sie ihr Herz einem anderen geschenkt hat. Wie? Du meinst, die hintergeht dich? Hast du Beweise oder so? Nein. Ich habe keine Beweise. Sie lebt weit weg von hier, in meiner Heimat. Wir treffen uns nur selten. Aber wenn es keine Beweise gibt, wieso zweifelst du dann an ihr? Ist nicht sehr nett, oder? Aber sie ist doch so schön. Ihre Augen leuchten wie die Sterne am Firmament. Ich weiß einfach, dass andere Verehrer in Scharen an ihre Tür klopfen. Ah, ich mache mir solche Sorgen. Ich kann nicht mehr klar denken. Herrje, es geht ihm gar nicht gut, wenn er nur lernen könnte, ihr zu vertrauen. Das ist ja genau das, wozu er nicht fähig ist, Olli. Er hat ein gebrochenes Herz, Mann. Der leidet Höllenqualen, weil ihm der Glaube fehlt. Wir können dem armen Kerl nicht seinem Schicksal überlassen. Wir müssen ihm helfen, klar? Aber natürlich, Tröpfchen, du hast völlig recht. Das wäre gebongt. Besorgen wir dem Jungen ein Stück Herz, um seinen Glauben an seine Geliebte zu stärken. Jo, haben wir ja. Na, dann wollen wir mal. Du kriegst deinen Glauben wieder, mein Freund. Wo haben wir den Glauben? Hier. Für dich. Auf dass du wieder neuen Glauben schöpfst. Das wird dir gut tun, glaub mir. Passt ja irgendwie. Ich mache mir gar keine Sorgen mehr. Wie konnte ich nur an meine Geliebten zweifeln? Ich war solch ein Narr. Das war's denn, mein Freund. Und was für einer. Dieses ganze wehleidige Gejammere bringt dich nicht weiter. Du hast recht. Dank euch habe ich den Glauben an meine teuerste, wunderschöne Geliebte wieder. Ich muss euch etwas geben, um euch zu danken. Hier, wird das reichen? Ah, natürlich. 750 Gulden. Das ist nur 3 Stempel, aber hey, 3 Stempel sind 3 Stempel. Renn du nur weiter, Kumpel. Und wieder einen guten Tag verbracht. Oh, vielleicht haben die gerade was, was wir nicht mehr haben. Das wird ganz sicher mein nächster Verkaufsschlager. Ja, ich muss genug ankaufen. Was redest du da? Was redest du da? Hast du schon vergessen, was letztes Mal war? Ich will nicht schon wieder auf Stapeln unverkaufter Ware sitzen bleiben. Kommt schon, ihr zwei. Ihr solltet eure schmutzige Wäsche doch nicht in aller Öffentlichkeit waschen, ne? Tröpfchen, hör schon auf. Nein, Junge. Dein kleiner Freund hat recht. Wir sollten uns nicht hier auf der Straße zanken. Mein Narr von einem Ehemann ist schuld. Nein, ich bitte Sie. Es ist schon gut. Wo liegt das Problem?
Mein idiotischer Ehemann kauft dauernd riesige Mengen seiner neuesten Verkaufsschlager. Und jedes Mal bleibt dieser elende Schund dann in den Regalen liegen. Verzage nicht, Frau. Dieses Mal werden wir ein Vermögen damit machen. Da bin ich mir sicher. Hast du nicht das letzte Mal schon gesagt? Und vorletztes? Du bringst uns noch ins Armenhaus, du alter Narr. Nein, mein Liebling. Diesmal habe ich den richtigen Riecher. Da bin ich mir sicher. Ich habe vollstes Vertrauen in dieses fantastische Produkt. Ah, wenn ich nur wüsste, woher du diese unerschütterliche Zuversicht nimmst, dann könnte ich sie dir vielleicht austreiben. Zuversicht, wie? Hey Tröpfchen, das können wir gebrauchen. Das können wir tatsächlich, mein Junge. Entschuldigen Sie, könnten wir uns vielleicht ein wenig von Ihrer Zuversicht leihen? Von meiner Zuversicht? Wie meinst du das? Nun, wir könnten Ihnen vielleicht helfen, keine so großen Risiken mit Ihren Verkaufsschlagern mehr einzugehen. Haha, ich bezweifle, dass selbst die Vorväter die Macht hatten, solche Wunder zu vollbringen, aber ihr dürft es gerne versuchen. Vielen Dank, könnten Sie bitte kurz stillhalten? Ja, halt die Schnauze, Tröpfchen. Rashid heißt er doch, genau, Rashid. Okay, ich würde sagen, mit Rashid sprechen wir dann wohl oder übel doch erst in der nächsten Folge. Aber damit könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass es in der nächsten Folge zu 100% weitergehen wird. Ich weiß, die Nebenquests nerven vielleicht manchmal. Mich interessieren sie, muss ich ganz ehrlich gestehen, darum mache ich sie auch. Ja, wir werden es ja sehen. Hier ist es eigentlich ein bisschen hell, ne? Sehe ich erst jetzt. Naja, vielleicht geht's ja. Ja, obwohl so schlimm ist es auch nicht. Jedenfalls, das war's für diese Folge. Nächstes Mal geht's wirklich mit der Hauptquest weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Bis dahin, ciao.